Nachtbaustelle bei Breitengüßbach in Oberfranken auf der Ausbaustrecke Nürnberg-Ebensfeld VDE 81. Was wie ein Feuerwerk aussieht, ist das sogenannte thermische Schweißen. Wir haben einen Meilenstein jetzt erreicht. Es sind jetzt 2 von den 4 Gleisen errichtet, montiert. Und das Schienenschweißen ist im Prinzip der letzte Arbeitsakt, der letzte Arbeitsschritt, um dann ein fertiges Gleis vorhanden zu haben, auf dem dann später im September auch die Züge fahren werden. Schon beim Verlegen der Schienen wird sehr exakt gearbeitet, weit unter dem Millimeterbereich. Vor dem sogenannten Verspannen werden die Schienen gewärmt. Wir werden die Schiene heute Nacht im weichen Bereich etwa bei 25 Grad verspannen. Das heißt, wenn die Schiene durch das Erwärmen die Temperatur 25 Grad erreicht hat, kann die festgeschraubt werden, an der Schwelle festgeschraubt werden und die Schweißung kann durchgeführt werden. Die nächtlichen Temperaturen kommen den Arbeiten entgegen, deshalb die Nachtschicht. Wenn die Schienen exakt gerichtet sind, wird an der Nahtstelle eine Form aufgebaut. Das Ganze wird ebenfalls vorgewärmt. Dann beginnt der Hauptakt. Es ist ein richtiges Feuerwerk. Das ist das sogenannte Aluminotemp-Schweißverfahren. Das nimmt man hier im Bereich der Weichen, ist das das zugelassene Schweißverfahren. Bis zu einer Temperatur von 3000 Grad hat dieses Material dann in diese Form gegossen und die 2 Schienenenden miteinander verbunden. Nach dem Schweißvorgang wird die Nahtstelle weiter bearbeitet. 16 bis 20 Schweißungen schafft die Bautruppe in einer Schicht. Knapp 400 Schweißungen waren insgesamt nötig, um die mehr als 40 Kilometer Schienen und 8 Weichen zu verbinden, die beim Neuaufbau der 2 neuen Gleise zwischen Breitengüßbach und Zapfendorf verlegt wurden. Am Ende des Vorgangs steht das Schleifen der Schiene. Sie wird exakt in die richtige Form gebracht. In der nächsten Schicht wird jede Schweißung nochmal exakt geröntgt, damit auch sichergestellt ist, dass keine Fehlstellen in der Schweißung vorhanden ist und dass die Schweißung dann auch so halten soll und halten wird. Nachdem die Schienen liegen und verschweißt sind, beginnen die Arbeiten an den Oberleitungen und der weiteren Ausrüstung der Strecke, damit nach der Vollsperrung am 4. September 2 Gleise wieder in Betrieb gehen können.